zweiten Hälfte des ersten Kreises eine Preisträgerin. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein 10-jähriges Kind und das weiß wirklich im Leben nicht mehr weiter. Wirklich nicht mehr. Und zwar, weil es einmal diese Schmerzen nicht mehr erträgt und zum anderen auch die soziale Situation nicht, diese Ausgrenzung. Und wenn Sie das wirklich erleben, was wollen Sie dann machen? Küsschen geben? Mein Name ist Anna Vollemann, ich bin von Beruf aus Malerin und vor wenigen Jahren habe ich eine Firma gegründet, die aus dem Bereich Medizintechnik. Wir vertreiben ein Gerät zur Haltungs- und Bewegungskorrektur. Ausschlaggebend für das Projekt war die Not meiner Tochter. Sie kam 1990 zur Welt, halbseitig gelähmt. Der Grund dafür war ein Schlaganfall im 6. Schwangerschaftsmonat, der sehr schwer war. Die Idee zu dem Gerät entstand eigentlich in einem Streit mit einem Neurologen, einem heftigen Streit. Und er fand es sehr unverantwortlich, dass ich einem Kind, das grundsätzlich medizinisch gesehen gar keine Hoffnung hat, normal gehen zu können, Hoffnung mache. Und er wollte mich unbedingt überzeugen, dass ich damit aufhöre und hat dann in dem Gespräch sehr detailliert mir erklärt, warum es nicht gehen kann. Ich habe auch erkannt, dass er recht hat und habe dann aber all das, was er mir gesagt hat, als Bauanleitung genommen. Und das Gerät besteht aus einem ganz kleinen Computer, so in der Größe von einem Handy. Und die ganze Elektronik rundum, die Verkabelung, die sitzt in einer Weste, die eng am Körper getragen wird. Dann gibt es ganz wichtig noch einen Entwickler. Diese ganze Verkabelung ist sehr sensibel und macht auch immer uns noch Probleme. Ich bin jetzt im Grunde fast 70, werde dieses Jahr 70. Also man steht ja irgendwo in der Mitte des Lebens. Ich mache ein Startup. Ich bin in der Startup-Szene und dann bin ich immer mit so ganz jungen Leuten um die 20. Aber dann kommen die und gucken mich alle schräg an, weil sie sehen in mir jemand ganz anders. Und das finde ich idiotisch. Ich mache nicht so blöde Fehler teilweise wie die. Zurückblicke. Also da sollten viel mehr Leute in die Startup-Szene reingehen. Ich bin eine totale Niete in Physik und alles, was mit Elektrotechnik zu tun hat. Erklären Sie mir noch mal ganz kurz, wie haben Sie den Mut aufgebracht, um die Frickelarbeit 2050 hinzusetzen, ohne Ahnung von irgendwas zu haben? Was haben Sie gemacht, um das Ding auf den Weg zu bringen? Ich bin auch eine Niete. Aber das hängt mich von nichts ab. Also ich hab einfach nur gedacht, ich will das haben und ich teste das. Und dann bin ich einfach zu Konrad gegangen und habe alles eingekauft, was ich vorstellen konnte, was ich brauche. Ach, ich wusste ja nicht einmal, wie die Sachen heißen. Das war dann ein Problem. Ich war jeden Tag bei Konrad. Irgendwann waren die Verkäufer weg. Ich habe immer versucht, dann denen zu erklären, was würden sie machen, wenn jemand eine Wasserwaage braucht, aber blind ist. Und so habe ich mich daran getastet. Ich habe dann auch Sachen gekauft,
die ich auch verwendet habe, die gar nicht eigentlich dafür geeignet sind. Ich habe Schalter gekauft, die habe ich aber so umfunktioniert, dass sie dann wie ein Sensor funktionierten. Ne? Es ist unglaublich. Also was dieses Gerät macht, hast du mir von Ihnen nochmal erklärt, es ist so eine Art Ersatz für körpereigene Signale, die der Körper eben nicht mehr geben kann. Es war eine lange Phase der Entwicklungszeit, ja, wo Sie, also haben Sie überhaupt noch Hobbys oder so? Sie haben sich da ja völlig reingeschmissen. Ich hatte nie Hobbys. Ach so. Weil ich ja immer mein Beruf, ich habe das, was ich gerne mache, zum Beruf gemacht. Ne? Und das andere, erst habe ich es widerwillig gemacht, muss ich sagen, weil ich einfach nur helfen wollte. Ja. Aber zwischenzeitlich hat das angefangen, mir auch Spaß zu machen. Ne? Ja, und Sie haben dann, ich weiß nicht, ob Sie den Fall in Anführungsstrichen kennen, bei Höhle der Löwen haben Sie 200.000 Euro eingesammelt. Wirklich, also, und dann haben die Leute dort angerufen und der Server ist, glaube ich, zusammengebrochen. Ja, zwei Wochen Leute, lang. Zwei Wochen lang, weil die so begeistert waren von diesem Produkt. Aber dann kommt ja der deutsche TÜV, die Zertifizierung, Medizintechnik, dann wird es ja sehr komplex in Deutschland. Ja, das habe ich gar nicht schlecht gemacht. Also, wie behält man denn da die gute Laune? Man muss das machen. Man muss das machen und ich habe es dann nachher als Art Schachspielen entdeckt. Was heißt das? Ja, es ist, man liest die Gesetze und die sind flexibel. Aber man müsste schon eine Dokumentation von 8000 Seiten zusammenstellen und darauf hatte man keine Lust. Ne? Und dann sind Sie zum Teil, habe ich von Ihnen gehört, nach Spanien gegangen. Das fand ich sehr interessant. Sie kooperieren offensichtlich mit einem spanischen Krankenhaus in Sevilla. Ja. Warum ist das so sinnvoll? Die Weiterentwicklung. Das ist eine Forschungsabteilung und die Leiterin ist sehr hemmungslos. Ich verstehe mich mit ihr gut. Als ich da ankam, hatte sie die schwersten Fälle rausgekramt, die ihre Abteilung hatte. Und ich schrie, dafür ist es nicht gedacht, sagte sie, macht nichts. Und da setzt sie auch hemmungslos ein und sie schickt mir dann immer Filmchen. Enrico kann jetzt sitzen. Und so, und das ist, macht Spaß. Und dann plötzlich, die haben gerade, wenn so ein Schlaganfall reinkommt, maximal 2 Tage Zeit zur Rehabilitation, meistens nur eine. Und dann nehmen sie wirklich gerne jedes Hilfsmittel und die Frau schwingt die Peitsche. Und jetzt ist es so, ich meine, ich habe gehört, Ihre Tochter war irgendwie lange auf Lateinamerika-Reise und hat in Amsterdam studiert und so viel unterwegs. Jetzt machen Sie wieder gemeinsam eine Frauensache und professionalisieren das jetzt richtig. Also das Ding ist kurz davor, auf den Markt geworfen zu werden. Ja, also, und dann werden Sie wahnsinnig reich und ich habe schrecklich viele Ideen. Das heißt, das ist jetzt eigentlich, die West ist jetzt da und jetzt haben Sie schon das Nächste. Ja. Haben Sie schon darüber? Kann ich nur nicht. Achso, okay. Gut, aber es gibt ja weitere Zugabepreise. Insofern wollte ich mich ganz herzlich bei Ihnen und für diese lange Innovationskraft bedanken. Wahnsinn, Wahnsinn, für diese Disziplin. Und vielen herzlichen Dank für die Passion. Und dann jetzt. Ich freue mich, den nächsten Laudator abgeben zu dürfen. Es ist Rudolf Karst. Er ist Vorstandsvorsitzender des Demografienetzwerks. Aber er ist auch Inhaber der Personalmanagementberatung Karst, die Personalmanufaktur. Er ist Anwaltmediator, zertifizierter Coach. Er ist spezifiziert auf Unternehmenskultur, Führungsmanagement etc. pp. Operative Umsetzung. Also insofern alles in einer Person, um der perfekte Lauder zu sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Anna von der Mann auf ein Problem stößt, ist die Reaktion abzusehen. Es kann nicht sein, dass es hierfür keine Lösung gibt. Wo sogenannte Experten versagen, tritt sie an. Mit unermüdlichem Engagement, Mut, Ausdauer, Selbstvertrauen, Ideenreichtum, Experimentierfreude und der Gewissheit, die Rückschläge einkalkuliert, die Lösung letztlich zu finden. Mit nie nachlassender Energie hat sie dieses tragbare künstliche Gleichgewichtsorgan entwickelt, das Experten nicht für möglich hielten, und dass sie ihrer seit der Geburt 1990 halbseitig gelähmten Tochter freut es sehr, dass sie da sind, die Selbstständigkeit, die Freiheit, ja letztendlich das Leben zurückgab. Die leidenschaftliche Erfinderin geht mutig den nächsten Schritt als Unternehmerin, wie wir gehört haben, führt sie ihr Produkt mit der eigenen Firma Remote zur Marktreife, damit möglichst vielen Patienten geholfen werden kann. Dabei hat sie nicht nur ihre Arbeit, ihre Zeit, sondern auch ihr eigenes Kapital investiert, und zusätzliche Fördergelder akquiriert. Würde der Löwen.
Die Jury und ich persönlich, wir verneigen uns vor dieser nimmermüden Leidenschaft, der ausgeprägten Innovationskraft von Anna Vonnemann und hält sie, nein, sie, wir halten sie nicht nur, sie ist ein inspirierendes Vorbild. Sie zeigen überzeugend, dass Lebenserfahrung und der unbeirrte Glaube an die eigenen Möglichkeiten Stärken des Menschen in jedem Alter sind. Frau Vonnemann, im Namen der Jury und ich persönlich, herzlichen Glückwunsch. Ich